Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Mythos besiegt im letzten Kampf, zusammen mit seinem komischen Gundam Suit oder was auch immer das war. Und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ende oder so vielleicht. Wenn wir jetzt sehen. Oder nicht? Mythos ga Arisia to onaji desu. Krusis no kiseki ga aru kagiri, Mythos wa iki tsuzukemasu. Soshite izure wa kiseki ni shihai sareru. Mythos, mou omae tachi no seigi gokko ni tsukiau no wa gomen da. さっさと奇跡を壊せ。でないとデリスカーランは離れていく。ミトス、早くしろ。僕も僕ではなくなる。アイド、ミトスを助けて。ミトスのままで。 Der sagt mir nicht, ich darf das entscheiden. Okay, Gott sei Dank. Und da geht er hin. Oder? Das ist jetzt das Schwert. Hürki Keiak no Nushi wa kieta. Arata naru Keiak no Nushi wo. Kono Kei ni nani wo negau. Oh. Futatsu no Sekai wo. Arubeki Sugata ni. Und extrem laut Cutscene wieder. Na,
Ach, waren die dort? Oder was? Laser Katzen gerade. So passiert wäre, wenn ich Maxwell gehabt hätte zu dem Zeitpunkt. しかし、鎖がない。鎖がなければ大地は死滅する。どういうことですか？元々世界は滅亡を防ぐために二つに分けられたのだ。あるべき姿に戻れば 世界を支える罠は不足する。大地は消滅しようとしている。そんなごたくはどうでもいい。それより、どうしたら大地を守れるんだ。二つの世界を支えるため、大地を鎖とする。大地の滅びを防ぐには、それしかない。大地カーラーンを目覚めさせるんですね。 そうか。ロイド、急いで大いなる実りにデリス・カーラーンの魔の照射しないと。よし、頼む。エターナルソード。すでにデリス・カーラーンは大地の引力圏を離れようとしている。これを引き止めることはかつてのユグドラシミトスすらできなかったことだ。 それでもやるのか。あ、エクスフィアで強化していても体が持たないだろう。それでも本当にやるのか。やるったらやるんだよ。やんなきゃどうしようもないだろうが。承知した。 大いなる実りが死んでしまっているんだわ。待て、行かないでくれ。頼むから目覚めてくれ。 エターナルソードも消えちまったのに。エターナルソードか。よかった。これが最後の願いだ。エターナルソード。大いなる実りを目覚めさせて。頼む。頼むから目覚めてくれよ。お願い。目覚めろ。 Thank you.
私はマーテル、そして大いなる実りそのもの、人々の希望が、そしてロイド、あなたの希望が私を蘇らせた。あなたがミトスの姉さん？いえ、ミトスの姉であったマーテルは私の中の一人に過ぎません。私はマナーそのものであり、大樹そのもの、大いなる実りに吸い込まれたたくさんの少女たちの象徴、大樹と寄り添うために誕生した新たな精霊、そして種子は今私と共に新たな目覚めを迎える。これが大樹カーラン。すごい、とても大きくて綺麗。これが大樹の未来の姿。でも今はまだ小さな芽、このままではすぐに枯れてしまうでしょう。どうしたら大樹を守れるんだ？この大樹を慈しみ愛すること、その約束が果たされる限り私もこの木を守りましょう。約束する。もしも木が枯れそうになっても必ず俺たちが食い止める。ではロイド、代表としてあなたにお願いします。契約の証としてこの大樹に新たな名前を。大樹カーラーンはかつてエルフがこの大地にやってきた時、彼らを守る者としてここに植えられた木。新たによみがえったこの木はエルフと人とその狭間の者すべての命を守る存在だからこそ、この木には新しい名前が必要です。ロイド、名前を決めてよ。私たちみんなの木に。この木は世界をつなぐ楔なんだよな。よし、決めた。この木の名前は、ja, wie denn? Okay, ich kann mir auch schon vorstellen, wie der heißt, ja. Yggdrasil, oder? Muss ja. Und ist das nicht auch der Baum, der in Phantasia irgendwann vorkommt? Also am Anfang von Phantasia schon? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich irgendwann mal darauf zurückkommen. Jedenfalls, ja. Ich weiß mal nicht, ob ich schon wieder irgendeinen Plotpoint verpasst habe, aber... Was hatte Tabata mit Mythos zu tun? Mattel? War sie die ganze Zeit über... Ich will gar nicht irgendwie darauf hinausgehen, weil ich... Keine Ahnung. Entweder wird es peinlich oder... Weiß ich nicht. Jedenfalls, ja, das war Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Von mir nach vielen, vielen Jahren auch endlich mal angespielt. Und ja, mir hat's gefallen. Jetzt kommt wieder der schlimmste Moment für mich, und zwar immer am Ende eines Spiels, was ich ja von diesem Spiel halten soll, ja. Keine Ahnung, ich... an sich eigentlich nur Spiele Let's Playen, die mir auch Spaß machen. Deswegen würde ich jetzt nie im Leben irgendwie sagen, ja, das Spiel schlecht ist. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich kann verstehen, warum viele Leute behaupten, dass das beste Tales of Spiel aller Zeiten ist. Story ist ein bisschen dunkler, als ich sie als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Also ich dachte irgendwie so, an Tales of the Abyss kommt irgendwie nicht so schnell irgendein anderes Tales of Spiel ran. Wo ich spiele gerade Tales of Castilla 2, das ist auch ein bisschen dunkel vom Thema her, deswegen, ja. Aber so von damals. Man hat auch so ein richtiges Retro-Gefühl hier gehabt in diesem Spiel, habe ich so das Gefühl gehabt, weil, ja, allein schon wie die Leute schon sprechen oder wie es übersetzt worden ist, hat man schon gemerkt, dass das früher ein bisschen anders war, und ich nehme an, die haben auch die exakte Version da übernommen. Also ja, hat man auf jeden Fall gemerkt. Was noch? Das Kampfsystem war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, fand ich. Also
es auch ein bisschen schwieriger gemacht als die anderen Tales of Spiele, die ich gespielt habe jedenfalls. Aber es lag eigentlich nur daran, weil es kein Freerunning gab in diesem Spiel. Das war der einzige Grund, warum das Spiel schwieriger war als die anderen Tales of Spiele, die neueren Tales of Spiele. Und das war wirklich der aller einzigste Grund. Weiß ich nicht. Ja, genau. Was kann ich noch zu dem Spiel sagen? Was hat mir nicht gefallen? Da wird es auch schon auch noch geben. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass ich die Sprachausgabe aus Versehen irgendwie abgestellt habe. Ist ja nicht schönes Spiel, das heißt, es ist irgendwie meine Blödheit. Ja. Allein wegen dem Grund wollte ich ja irgendwann das Spiel nochmal let's playen. Und zwar mit voller Sprachausgabe. Vielleicht auch mit ein paar mehr Nebenquests und so, nachdem ich das Spiel wahrscheinlich schon 2-3 Mal durchgespielt habe. Aber das dauert dann auch noch ein bisschen, falls überhaupt. Der zweite Teil wird auch irgendwann let's played, also die exakte Version hier von der PS3. Nicht die Wii-Version, die ich auch hier irgendwo fliegen habe. Und ja, aber die Version werde ich dann, wenn ich sie irgendwann mal let's playe, nicht blind sein, sondern ich werde das irgendwann privat für mich selber zocken und dann irgendwann let's playen. Aber es kommt ja bald schon wieder ein neuer Tales of Teil und wenn ich jetzt schon wieder mit dem Teil anfange, dann ja, bin ich wieder ein halbes Jahr daran und dann dauert es wieder ewig, bis ich dem anderen fertig bin. Ja, ich will ja 2-3 Projekte und das ist auch nervig und ich möchte nicht meine ganze Let's Play Karriere nur Tales of Spiele spielen. Ich wollte mal andere Spiele spielen, ganz ehrlich. So, und ich rede eigentlich jetzt schon als wäre das Ende, aber ist es ja noch nicht. Es gibt ja noch zahlreiche andere Nebenquests, die wir jetzt noch machen können. Allein diese Unterwelt-Quests hier mit dem Buch, wo ich ja schon sehr, sehr schnell verreckt bin. Und das ist jetzt auch übrigens der zweite Part, den ich heute aufnehme, deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt heute noch machen soll. Ich könnte ja eigentlich, weiß ich nicht, ich könnte auch irgendwie eine Woche Pause machen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich habe ja alle Städte und so abgeklappert. Alle Dungeons war ich auch schon ein bisschen dabei abzuklappern, aber habe nichts gefunden. So weiß ich nicht, was ich erstmal da. Lass ich erstmal vielleicht eine Woche Pause machen und so, keine Ahnung. Ja, Mythos. Warte, ich habe jetzt. Okay, Niccolo. Ich habe einen Moment lang Piccolo gelesen. Ja, was kann ich noch sagen? Also das ganze Spiel, das war ja, das handelte sich ja eigentlich nur um Rassismus und, ich hatte das Wort gerade im Kopf, jetzt ist es mir Diskriminierung, meine Güte. Ich hatte es noch gerade so im Kopf, dann ist es mir wichen wieder. Hideo Baba, jawohl, unser Gott. Ja, viel Diskriminierung, Rassismus und so, Vorurteile, also richtig ernste Themen, hätte ich nicht gedacht. Dabei dachte ich, Tales of the Abyss war schon dunkel genug. Da kommt so schnell keins ran. Anscheinend nicht. Ja. Habe ich jetzt alles gesagt. Charaktere haben mir natürlich auch gefallen. Gab irgendwie keinen einzigen Charakter, den ich nicht leiden konnte. Ganz ehrlich. Nur hat Machu getour von Zellos und so. So, produced by Namco Bandai Games Inclusive. Oder in Corporation, was weiß ich, was da ist. Ja. Und was jetzt? Mir ist aufgefallen, ich habe eine Erfahrungsgame Max bekommen. Aber jetzt kommt doch nichts danach, oder? Ja, okay, New Game Plus und so wahrscheinlich. Okay. Tadaima, Oba-sama. Oh, Miko-sama. Bin ich gut, dass er automatisch weggeht. Ich bin Miko, ja nicht. So, ja, no. Koretto. Yoku yatta no. Okaeri, Koretto. ただいま、お父様。そうか。クラトス様はデリスカーラントともに最果ての旅へ出る。ああ、オッケー。お前たちはどうするね。イセリア。いい。私たちはまた新しい土地を目指します。少しでもハーフエルフたちが受け入れられるように世界を回るんだ。 Ja. Also, keine Ahnung, was jetzt da stand.
Der ist nicht automatisch weggegangen, deswegen blieb er die ganze Zeit, oder wie? Tadaima, Mina! Sina! Wüste Naniori da! Omedetou, Sina! Omedetou, Nanka, Naiyo! Atastatch, no Menomania! Sinsekai, der Hirogatirunda! Torio, no Kosta, Igagri, Mina, Hirashimenaito! Ah, Itzka! Kuchinawa, Modotte, Tatoki, no Tamenimona! So, sa! Mina! Gambaro! Mizuho, no Sato!立派な隠密集団にするために。ほら見ろ。教皇なんかが出しゃばって俺様を追放したりするから、世界が大変なことになったじゃねえか。ではミコよ、どうするというのだ。元シルバラントリオのイセリアに和平の使者を送るんだよ。使者？誰を使いに出すのだ。水穂の里のシーナがいいんじゃねえか。因縁があるんだ。 死の使者から平和の使者か。嫌とは言わせねえぞ。マーテル教会をどうにかするまでは俺様まだ巫女の権力を持ってるんだぜ。アリシア、私やっと自分を取り戻したわ。やっと時間が動き出したの。あの16年前の夜から。 ねえ、信じられる？私、28歳になったのよ。おかしいね。アリシアと話していたのか。はい。先ほど鉱山の一部を破壊した。これで新たなエクスフィアが採掘されることはないだろう。よかった。前にて。リーガルさんはこれからどうするのですか？我が社の総力をもって復興に協力する。 新たな世界づくりのために。私も協力します。アリシアもパパもきっとそれを望んでいると思うから。本当にデリス・カーランへ行くのか。クルシスのハーフエルフがいては他のハーフエルフたちが住む場所を失う。この騒ぎの責任はクルシスの生き残りとして私が負うべきだ。俺はこの大地に残されたエクスピアを回収する。 そして私がクルシスの所有していたエクスフィアたちを宇宙に流す。結局最後までお前を巻き込んでしまったな。そんなのはいいけど、そろそろ行くぞ。その剣で我らをデリス・カーラーンへ運んでくれ。さよなら父さん。お前は私より先に死ぬな。 Und da geht er hin. Sein Planet braucht ihn. これでよかったんだよな。止めなくてよかったんだよな。ロイド、おめえ本当は一緒に行きたかったんじゃないのか。いや、俺には俺のやるべきことがある。父さんには父さんのやるべきことがある。それにここには親父もいるしな。そうか。ならわしはもう何も言わんよ。母さん、 Hey, das ist doch mein Thumbnail. Okay. Spiel beendet. Daten werden gespeichert. Und zwar... Dres Kalan komplett. Mal einen neuen Speicherstand erstellen dafür. Weil von hier aus kann man wahrscheinlich das New Game Plus reinballern, ne?
später Spielstand, ja. Ah, das war's, oder? Okay. Soundtest, okay. Ach, dabei, aber jetzt glaube ich auch. Ja klar, hätte doch ruhig ein bisschen ordnen können. Ah, hier kann man ganz die lang. Sehr gut. Und die ganze Musik anhören. Okay, ist gut. So, was passiert, wenn ich jetzt hier lade? Wenn ich gespielt das Spiel schon, dann komme ich ins New Game Plus, oder? Glückwunsch, das Spiel wurde erfolgreich beendet. Du kannst ein neues Spiel beginnen mit einer Vielzahl an Futures. Verwende einfach den Grad aus diesem Spiel. Der Grad wird in den nächsten Spiel übernommen. Ja, und jetzt kann ich hier die Sachen für den nächsten Spielstand benutzen. Zum Beispiel 10-fache Erfahrung. 2-fache Erfahrung und so was. Was gibt's denn hier alles? Galt, Rezepte, Erfahrungsfähigkeiten, Gamen, höhere Spannung, höheren Spannungsstand. Ja. Okay, ich komme ja, glaube ich, nicht mehr raus. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich, was auch immer ich da machen werde, wieder. Und ja, ich hoffe, bis hierhin hat euch das Spiel gefallen und hoffentlich schaut ihr noch weiter. Ich bedanke mich alle jetzt fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Denn es ist noch nicht vorbei.